So eine Virusvariante kann einem echt den ganzen Tag und vielleicht auch den ganzen Winter versauen. Gut wäre es, wenn man ein Pudel wäre, dann könnte man es einfach ausschlafen und man kriegt die Impfungen beim Tierarzt. Nelly hat vorgestern eine bekommen, die halt so fällig sind, ohne dass man viel drüber nachdenken muss. Wir hingegen befassen uns mit Omikron und Sandra Cizek hatte dazu Daten verbreitet, die ziemlich deprimierend waren. Es ging um die Neutralisationswirkung und wir wissen, Neutralisation ist natürlich nicht alles. Es gibt noch T-Zellen und so weiter. Aber was eben rauskam ist, bei zweifach geimpften Personen ist die Neutralisationswirkung nach 6 Monaten 0% im Vergleich zu den Neutralisationseffekten bei der Delta-Variante. Und selbst nach einem Booster beträgt sie nach 3 Monaten nur noch 25% versus 95% bei Delta. Einen ordentlichen Wert von mehr als 50% hat man eigentlich nur einen halben Monat nach der Booster-Impfung. Zeigt also ein bisschen, das bringt es schon und es lohnt sich, sich boostern zu lassen, aber der Schutz ohne Booster oder nach 3 Monaten ist schon nicht mehr so besonders gut. Und das kann ein Game-Changer sein, auch für die juristische Betrachtung, denn für die sind wir ja hier. Und die juristische Betrachtung, ihr kennt das Schema, haben wir schon mehrmals durchgespielt, besteht ja darin, dass man sich bei jeder Maßnahme überlegt, was ist der legitime Zweck und wie sieht dann das Spiel aus hinsichtlich Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit. Und alle Maßnahmen, die eine Differenzierung für geimpfte und ungeimpfte Personen vorsehen, kommen da vielleicht in eine neue Bewertung. Da können sich Sachen verschieben, weil eben die Eignung der Differenzierung zwischen geimpften und nicht geimpften Personen wegfallen könnte. Denn die Geimpften werden möglicherweise genauso zum Infektionsgeschehen beitragen wie ungeimpfte Personen. Allerdings könnte es durchaus sein, dass geimpfte Personen weniger häufig auf den Intensivstationen landen. Und das ist schon auch ein legitimer Zweck. Aber man muss dabei bedenken, dass dieser Zweck zwar akut eine Rolle spielt, auch die Gefahr von einer Überlastung spielt eine Rolle, aber es kann auch sein, dass dieser Zweck irgendwann mal wegfällt, vielleicht nach diesem Winter oder vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, wo wir über eine Impfpflicht nachdenken. Es könnte also sein, dass diese Überlastungssituation im Frühling nicht mehr gegeben ist und damit als legitimer Zweck wegfällt. Ja, schwer zu ertragen im Augenblick, wo man eine Impfpflicht eigentlich jetzt dringend bräuchte oder strengere Maßnahmen, aber wir betrachten mal, wie es weitergehen könnte. Und da möchte ich gerne eine neue Spielart, einen Kompromiss in die Diskussion werfen, weil wir diskutieren die letzte Zeit immer über Impfpflicht und differenzieren das vom Impfzwang. Aber es gibt ein Modell, was ich näher betrachten möchte, nämlich die Obliegenheit. Obliegenheit ist jetzt noch kein Marketing-Sprech, sondern das ist ein Rechtsbegriff, den ich gerne erläutern möchte, weil ich glaube, dass das ein Kompromiss sein könnte, wenn man nicht das scharfe Schwert der Impfpflicht anwenden möchte. Eine Obliegenheit kennen wir im Versicherungsrecht. Ja, total langweilig. Jeder kennt Versicherungsbedingungen, die wenigsten haben sie gelesen, aber da stehen so Sachen drin wie, du musst einen Schaden innerhalb einer bestimmten Zeit melden. Und wenn du es nicht tust, den Schaden zu melden, dann kann es passieren, dass du die Versicherungsleistung nicht in Anspruch nehmen kannst oder die Obliegenheit, Backups durchzuführen. Tust du es nicht und kommst zu Schaden, dann kannst du nur die kurzfristigen Schäden geltend machen, die eben vermieden worden wären, hättest du ein Backup durchgeführt. Ganz schön viel Konjunktiv dabei. Eine Obliegenheit ist eine Verpflichtung gegen sich selbst und sie unterscheidet sich von der Verpflichtung, die eine Impfpflicht mit sich bringen würde, dadurch, dass man bei einer Obliegenheit eben nicht ein Bußgeld verhängt, sondern andere Verluste, Nachteile hat, wenn jemand gegen die Obliegenheit verstößt. Insofern ist die Obliegenheit etwas mehr als die bloße Empfehlung, die wir im Augenblick haben, aber weniger als die Impfpflicht, die ja je nach Ausgestaltung schon auch an rechtliche Grenzen stoßen kann. Ich weiß, ich habe hier ja auch schon gesagt, man kann eine Impfpflicht verfassungsmäßig ausgestalten durch verschiedene Ausnahmetatbestände und eben entsprechende Begründungen oder Begrenzungen. Aber die Obliegenheit könnte eine Alternative dazu sein, wenn man doch nicht eine Impfpflicht durchsetzen kann oder will. Noch stärker als die Impfpflicht ist natürlich der Zwang, wobei das eher eine rhetorische Figur ist von Impfgegnern, die das Bild an die Wand malen, wie da zwei Leute einen packen und festhalten, während jemand anders die Spritze setzt. Also, dass jemand
gezwungen wird, wie es vielleicht auch in einer psychiatrischen Klinik der Fall sein könnte, wenn jemand fixiert wird. Das ist das, was man unter einem Impfzwang versteht und das darf man nicht verwechseln mit der Impfpflicht. Ich war ein bisschen überrascht, als der Kollege Herr Anwalt auf YouTube für die Impfpflicht auch sehr viele Argumente aus dem Zwang hergeleitet hat. Jetzt lässt sich durchaus natürlich ableiten, dass eine Impfpflicht, die mit Bußgeldern durchgesetzt wird, vielleicht auch Zwangselemente haben kann, wenn zum Beispiel ein Bußgeld nicht eingetrieben wird. Aber im Grunde ist natürlich der Unterschied zwischen Zwang und Pflicht, dass das eine mit Gewalt durchgesetzt wird und das andere über andere strafrechtliche Sanktionen oder Ordnungswidrigkeitsmittel. Eine Obliegenheit hingegen sieht keine solchen strafrechtlichen Obliegenheiten vor. Und jetzt kann man sich fragen, was hat das denn überhaupt für einen Anreiz, für eine Wirkung? Nun, eine Obliegenheit kann dazu führen, dass derjenige, der sie verletzt, Nachteile hat. Zum Beispiel, dass er die Kosten einer Heilbehandlung selbst tragen muss. Man könnte auch natürlich auch rechtstechnisch darüber nachdenken, ob jemand, der die Obliegenheit zur Impfung verletzt, dann keine Intensivbehandlung mehr bekommt oder einen Nachteil bei einer Triage hat. Da gibt es allerdings durchaus moralische und ethische Fragestellungen, die dem im Weg stehen könnten. Aber man kann sich eine Menge überlegen, wo jemand, der eine Obliegenheit verletzt, vielleicht benachteiligt werden kann, ohne dass man ihn durch ein Bußgeld zwingen muss. Das geht also insofern über eine bloße Empfehlung hinaus, deren Nichtbeachtung keine nennenswerten Folgen hat. Wir haben natürlich schon jetzt Elemente davon, zum Beispiel die fehlende Lohnfortzahlung bei Quarantäne. Ist im Grunde genommen eine Obliegenheit, weil das Gesetz sieht vor, wenn du eine Quarantäne hättest abwenden können durch eine Impfung, dann bekommst du keine Lohnfortzahlung. Genau das ist das Prinzip einer Obliegenheit und dieses Mittel ließe sich noch weiter ausbauen. Es wäre vielleicht auch ein milderes Mittel, was in dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung beachtet werden muss, wenn man sich fragt, ist es erforderlich, eine Impfpflicht durchzusetzen? Würde man nicht auch mit einer Obliegenheit zu einem ähnlichen Ziel kommen? So viel mein Beitrag zu der Diskussion. Vielleicht ist es ja ein Kompromiss. Vielleicht kann man dem Ganzen einen etwas griffigeren Namen geben, um nicht Impfpflicht sagen zu müssen. Aber der Unterschied wäre in jedem Fall, dass man die Verletzung nicht mit einem Bußgeld oder einer Strafe sanktionieren würde. In diesem Sinne, bleibt gesund und wenn ihr könnt, lasst euch schnell boostern.